Wir haben wieder ein Malheur. Jetzt haben wir da halt eine Alternative gebraucht. Erfreulicherweise hat es heute Morgen endlich mal wieder geregnet. So schön. Boah, es ist einfach eher eine Katastrophe. Und es nervt eigentlich einfach nur noch. Und natürlich fängt es jetzt auch wieder an zu regnen, gell? Schon klar gewesen. Es läuft gerade so ab, gell? Wenn es da pickt, sehen wir da. Wenn es raschelt, macht es auch Lärm und dann sind sie auch wieder neugierig und gehen schauen. Es gibt Sachen, die ich persönlich nicht so ganz verstehe. Zum Beispiel, dass es Leute gibt, die Geld zahlen, um in die Sauna zu gehen. Dabei könnt ihr da einfach bei uns Käse ablesen. Unter einem Foliendach wird es gut und gern auch mal schwitzige Temperaturen geben. Und nebenbei könnt ihr sogar noch leckere Käse essen. Also, ja, wenn ihr in der Sauna kostenlos und dabei noch Käse essen könnt ihr gerne zu uns kommen. Ihr seht hier, wir haben schon die erste Sorte fertig abgelesen. Beim Ablesen ist es so, es gibt die Bauern, die glaube ich sind die meisten, einmal die, die ich kenne, machen das so. Die haben zwei Körbe dabei, ein Korb für die guten Käse und ein Korb für die schlechten Käse. Also schlechte Käse sind solche, die ein bisschen faul sind. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da gerade eins finde, die einen Sprung drin haben. Oder halt einfach die, die man nicht verkaufen kann, die spätestens bei der Firma aussortiert werden und von den Leuten nicht gegessen werden. Und dieselben sind, tut man meistens dann irgendwo entsorgen, auf dem Miststock oder weiß nicht wo. Und dann gibt es noch uns, wir tun einfach die schlechte am Boden. Und ich muss sagen, sieht überhaupt nicht cool aus bei dieser Sorte. Diese Sorte war Summit und da hat es richtig viel am Boden. Das ist aber nicht normal so, muss man dazu sagen. Die Sorte hat einfach richtig, richtig viel Käse gehabt. Also wie ihr hier seht, das ist eine andere Sorte. Da hat es auch viel Käse, sehr viel Käse. Aber die selbst hat noch mehr gehabt. Und das Problem ist, vielleicht da sieht man es zum Beispiel gerade auch, wenn sie so viel haben, die hier sind jetzt auch relativ klein. Jetzt im Vergleich zu denen nebenan, wo es einzeln sind, wo es mehr Platz haben, werden sie viel grösser und die werden klein. Und da kann es gut und gerne mal geben, dass es Fuli drin hat. Und dann fangen die langsam an von innen nach außen alle an zu faulen und die kannst du dann alle am Boden werfen. Da sieht man es jetzt zum Beispiel gerade. Da hat es so Fuli drin. Die werden dann da so ganz grau. Und die musst du alle am Boden werfen. Und da hat es halt bei dieser Sorte mega viel gehabt. Was sehr schade ist. Und ja, jetzt ist halt da irgendwie für Dachs oder so, für Püchs, die da reinkommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso wir es am Boden werfen und andere es extra entsorgen. Weshalb gibt es extrem viel mehr Aufwand. Wie man sich logischerweise kann vorstellen, wenn man die auch noch alle müssen in eine Kiste rein tun und dann irgendwo entsorgen. Das ist einfach ein enormer Extraaufwand. Aber wir sind Hygiene in der Anlage. Das heisst, wenn es schön sauber ist am Boden, sollte weniger Schädlinge dran gehen. Zum Beispiel in Käseabbau ist die Essigflüge extrem gefährlich. Wenn die mal in der Anlage drin ist, dann sieht es gar nicht gut aus, weil die verbreitet sich sehr schnell und die tut die Käse ungenießbar machen. Die schmeckt noch richtig so nach Essig. Darum heisst es auch Essigflüge. Und man sagt, die Flüge haben gerne leicht überreife Früchte. Und unsere Theorie ist eben so, dass wenn sie hier am Boden sind, die haben wir jetzt heute abgelesen, dass die relativ schnell schlecht werden. Also so, dass die Flüge hoffentlich dann auch kein Interesse mehr hat. Und ja, da ist jetzt so ein bisschen unsere Theorie, dass die Flüge eigentlich gar kein Interesse hat, an die anzugehen, sondern eher die leicht überreifen, die man dann am Baum hängen lässt. Also selbst ist uns sicher wichtig, dass wir keine am Baum hängen lassen, dass wir schön sauber ablesen. Aber die am Boden denken wir, dass die bald einmal oder möglichst schnell irrelevant sind für Essigflüge. So ist halt unsere Theorie. Andere machen es anders. Bis jetzt, Holz lange, kann man sagen, hat es die letzten Jahre immer gut funktioniert bei uns. Und darum machen wir es auch weiterhin so, weil, wie gesagt, das ist ein riesen Mehraufwand, den man sich hätte. Bäume super ablesen und Käse super aufräumen, also nicht so wie wir es machen, ist eine Möglichkeit, um das Risiko zu minimieren, dass die Essigflüge grossen Schaden errichtet.
Eine weitere Option ist, dass sie gar nicht erst reinkommt, ist das Netz da. Das ist ein richtig feinmaschiges Netz. Das haben wir auch noch nicht allzu lang. Da aussetzen wir ein zweites. Das haben wir schon länger. Das ist einfach sonst, dass keine Wildtiere und so reinkommen. Aber das ist jetzt extra noch feinmaschiger. Und ich tue es extra nochmal betonen, noch feinmaschiger. Dass eben kein Insekt oder so reinkommt. Aber wir sehen regelmäßig da innen auch Tiere, wie zum Beispiel ein Reh oder ein Fuchs und ein Dachs. Also von dem her, ja, kann man darüber streiten, wie viel da nützt, wirklich nützt. Aber man muss sagen, die gehen einfach dann da irgendwie ohne durch, drückt mit dem Kopf auf und dann könnt ihr da eben zum Beispiel die Käsiger auffressen. Und übrigens, die sind wahrscheinlich auch nicht vegan, die Käse. Die anderen an den Bäumen sind natürlich vegan, aber die da werden Würmer und so drin haben. Nein. No. Aber da, dass Füchse und Dachs keine Veganer sind, ist ja da wunderbar für die, oder? Da sieht man noch einen weiteren Schädling. Das ist wahrscheinlich von einem Vogel abgefressen worden. Schnecken sind auch ein Schädling. Die hat es auch überall. Da sieht man auch, der Käse, wenn es so Fraßspuren hat. Und sonst, Käse sind einfach sehr gut da, ja. Wir sind ja jetzt seit letzter Woche Vollgas dran am Ablesen jeden Tag. Egal ob es regnet oder eben Saunatemperaturen sind. Wir kommen eigentlich so weit gut vorwärts. Es hat auch auf jeden Fall sehr viel Käse, wie man eigentlich fast bei jeder Sorte kennen kann. Und das ist halt nicht optimal, weil eben wie gesagt die Käse eher klein sind tendenziell und auch viel Fuli hat. Aber so ist das. Unterm Jahr probiert man möglichst alles zu machen, dass es möglichst viel Käse gibt. Und jetzt, in diesem Jahr, gibt es einfach zu viel Käse, was auch nicht optimal ist. Aber wie gesagt, das ist halt so, also das ist halt so einfach in der Landwirtschaft. Man kann es nicht immer optimal haben. Aber wir können uns sicher nicht beklagen. Hier, weit oben an dieser Reihe, hat es 4 Reihen Volver. Die haben wir jetzt heute Morgen fertig gemacht. Das sind richtig schöne gewesen. Das sind aber auch noch junge Bäume. Denn das sind Penny da. Nein, das sind Regina. Die sind auch schon recht reif oder recht weit. Da vorne hat es noch Georgia 2 Reihen. Die müssen wir auch überlesen. Es hat ganz viele Sorten, die wir jetzt langsam müssten überlesen. Weil da sind noch nicht alle reif, aber es hat schon viel dunkle. Die selbe Sorte, weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, die so viel am Boden hat, ist Summit. Das ist sowieso eine helle Sorte, die ist nicht so super. Die sind wir jetzt eigentlich froh, dass die fertig ist. Da die sehen ganz schön aus. Georgia. Bei solchen freut man sich dann gerade wieder mehr zum Ablesen, wenn die anderen so schlecht sind. Die sind auch zum Essen viel besser. Aber ja, jetzt gibt es recht viel Arbeit. Wir müssen schauen, dass die nicht zu überreif werden. Dass die nicht zu lange hängen bleiben. Und dann kommt das super. Noch wieder mal waschen. Egal. Waschen werde ich überbewertet. Wir haben wieder ein Malheur. Normalerweise führen wir mit dem Anhänger Käse heimführen. Da ist der Motormeier vorne dran. Wie ihr seht, er fällt der Motormeier. Das Problem ist, irgendwie der Anlasser ist kaputt. Also, wenn man am Startseil zieht, dann ratscht es immer so durch. Und wenn das eine Teil ersetzt, das ist aber nicht gewesen. Darum haben wir nachher gesagt, wir bringen es lieber am Mech bringen, weil jetzt heute Morgen hat es richtig viel geregnet und dann ist wahrscheinlich obendrauf im Luftfilter Wasser reingelaufen, weil es dort nicht der Plastik nicht kaputt ist. Und darum zündet er auch nicht mehr. Also das ist gerade auch nicht mehr gegangen nachher. Und dann haben wir einfach gesagt, jetzt tun wir schnell den Motormeier einfach ins Auto einladen und nachher bringen wir da zum Mech, weil wir haben nicht wirklich Zeit, um da zu flicken. Und ja, auch keine Lust, um jetzt auch noch zu machen, während der Käse. Jetzt haben wir da halt eine Alternative gebraucht. Jetzt müssen wir es hier mit Heckschaufeln heimführen. Ja. Das sind die Gräser da. Nicht ganz so schön, wie ich finde. Also die sind genug hell. Aber das ist auch ein bisschen mit Sorten bedingt. Beziehungsweise zwar Gräser da die erste. Das erste Mal, als wir überlesen haben, waren sie richtig schön. Und da sind die, die wir am Morgen schon abgelesen haben.
Die tun wir da auf so einen Autoanhänger aufladen. Und dann kann man es nachher bei der Firma, dort, wo wir es hinbringen, können wir es dann mit dem Stapler gerade runterlupfen. Da ist viel geringer. Früher haben wir es am Zimmer alles ins Auto biegen. Und dann dort in der Firma noch müssen auf Palette umbiegen. Und so ist da einiges geringer. Den haben wir jetzt seit letztes Jahr, glaube ich. Oder da ja, erst. Nein, letztes Jahr haben wir den auch schon im Gebrauch, den Anhänger. Und das ist wirklich eine sinnvolle Investition gewesen. So ist es schon viel geringer. Jetzt müssen wir es einfach nur noch von da in den Anhänger einladen. Erfreulicherweise hat es heute Morgen endlich mal wieder geregnet. Ich meine, schauen wir euch mal das an. Das ist doch wunderbar. Oder da. So schön. Oh. Also, es ist eigentlich eher eine Katastrophe. Es hat den ganzen Morgen wieder geregnet. Alles ist richtig nass. Da ist richtig ein Bach runtergelaufen heute Morgen beim Ablesen. Und es nervt eigentlich einfach nur noch. Der Filler, ich weiß nicht, wenn es das letzte Mal über längere Zeit trocken geblieben ist. Wir wollen eigentlich mal noch hier den Grasstreifen mulchen. Weil zwar da geht es gerade, aber da hinten ist das Gras schon richtig hoch. Und da wäre gut, wenn wir da mal mulchen. Und wir gestern Abend haben wir, oder gestern Nachmittag haben wir mal gedacht, hey, jetzt trocknet es langsam ein bisschen ab. Eventuell können wir morgen oder übermorgen endlich mal fahren. Und dann heute Morgen, ja, hat es wieder ein bisschen geregnet. Und nicht einfach nur ein bisschen. Es hat richtig runtergelassen, den ganzen Morgen durchgehend. Und da ist vom Rausziehen vom Motormeier. Der ist hier oben halt, haben wir nicht mehr zum Anlauf gebracht, wenn ich ja vorher schon erzählt habe, wegen dem Anlauf. So. Und dann haben wir mit dem Garage rausziehen. Und dann hat es da halt die Leise gegeben. Ja, ist nicht so cool. Macht nicht so Spass. Aber was dafür sicher cool wird und sicher auch Spaß machen wird, ist das, was ich morgen Nachmittag machen werde. Und zwar bin ich hier am Open Air in St. Gallen. Am St. Gallen Open Air. Mit meiner Kamera dabei. Wieso? Weil ich noch ein paar Videos hier mache für den Schweizer Obstverband. Die könnt ihr gerne auf der Instagram-Seite anschauen, beim Schweizer Obstverband. Da darf ich hier die machen. Ich habe hier einen Auftrag. Die haben hier einen Stand, wo es Gemüse und Früchte rausgeben. Und dann darf ich hier so ein Video machen vom allgemein Open Air und halt von eurem Stand. Also schaue gerne mal auf dem Schweizer Obstverband Instagram-Kanal vorbei und like gerne mein Video, das ich dort produziert habe für's. Und ja, ich zeige euch jetzt noch ein paar Aufnahmen vom Open Air. Und nachher, da hinter mir ist übrigens Mainstage, aber die hat jetzt leider noch nicht offen. Und nachher geht es leider schon wieder für mich auf den Highway, weil morgen wieder Gemüse ablesen. Da geht jetzt gleich noch ein bisschen vor. Ich wollte den Auftrag nicht ablehnen, weil es mega cool ist, um so am Open Air zu filmen. Aber gleich die Haie-Kiese ist natürlich erste Priorität. Darum bin jetzt halt für den Nachmittag da. Donnerstag Nachmittag am Open Air in St. Gallen. Und morgen geht es wieder weiter mit Käse ablesen. Natürlich fängt es jetzt auch wieder an zu regnen, gell? Ist ja klar gewesen. Gehen wir halt heim. Also die Legende, die hier schläft, hat einfach gewonnen. Das ist einfach Hängematte unter einem Dach. Das sieht richtig geil aus hier. Wenn ich jetzt hier pennen würde, würde ich auch dort pennen. Ich würde mein Zelt genau dort ausschlafen. Jetzt sehe ich es, wie es mein Schlafsack macht. Es läuft gerade so ab, gell? Aber ich habe natürlich gedacht, die Regenjacke wird eh überwertet. Braucht man eh nicht. Und übrigens, weiße Schuhe an einem Festival anlegen ist auch nur die zweitbeste Idee.
Heute Morgen habe ich zuerst noch das Video zusammengeschnitten vom Open Air von gestern. Und jetzt sind noch Küken gekommen. Die haben jetzt mit meiner Schwester zusammen ausgeladen. Sie ist jetzt hier hinten am Klopfen, um zu schauen, dass die Bibel alle hintergehen. Wir haben ja schon mal gezeigt in einem Video, wenn die so. Die sind extrem neugierig und dann gehen sie dort hin, wo es laut ist. Und jetzt rennen die alle dahinter. Zeigen. Das sind die Papiere, die man verteilt mit dem Futter drauf. Und wenn es dann da pickt, seht ihr da? Wenn es raschelt, dann macht es auch Lärm und dann sind sie auch wieder neugierig und gehen schauen. Und wenn ich jetzt da am Reden bin, kommen auch zum Mal zu mir so viel. So, ich klopfe mal nochmal. Seht ihr da, jetzt gehen jetzt dahinter, wenn sie es klopft. Kehren wahrscheinlich wieder und können dort auch noch was Lärmen machen. Ah, schau mal, sieh mal herzig, wenn sie am Anfang noch so klein sind. Ja, du? Kommst du noch weg? Ich muss fliegen. Oh, ich auch. Jetzt lassen wir es in Ruhe. Du könntest noch ein bisschen ausruhen. Ich gehe zum Beispiel auch mal schlafen. Noch ein bisschen müde von der Anfahrt. Ich hoffe, ihr habt überhaupt was verstanden bei dem Lärm, den die Bibeli amigs machen mit ihrem Gepiepsen. Aber von mir haben wir jetzt erstmal Ruhe. Das Video ist fertig. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.